willkommen zurück zu Yo-Kai Watch. Yeah! Ja, heute wieder Blütenblüh-Quests oder was? Ich würde fast sagen, ja. Die große Frage des Tages ist nur, ob wir nicht sogar schon alle Blütenblüh-Quests erledigt haben. Jedenfalls die, die wir tagsüber holen können, weil, naja, ich meine, dass wir im letzten Part die letzte Tagsüber-Quest geholt haben. Und zwar diese Promi-Quest, ja. Die haben wir geholt, die haben wir erledigt und wenn ich jetzt mal so auf die Karte schaue, dann kann ich bis auf diese Gefallen-Quest nordöstlich vom Immerdamarkt keine Bitte-Quests mehr sehen. Und gut, es kann sein, dass sich vielleicht hier in einem Haus mal wieder eine Quest verbirgt. Und, oh ja, genau, da war ja was. Ne? Herr Flügge, ja. Auf den habe ich jetzt nicht so die größten Böcke, aber lass uns mal hier reingehen. Zu Bärs guter Stube. Vielleicht gibt es hier noch eine Quest zu machen. Vielleicht ist hier random irgendjemand, der mir eine Quest andrehen kann, aber ich glaube, ich sehe nichts. Und ich glaube, hier ist auch nichts. Okay. Ja gut, aber wisst ihr, ich habe halt echt keinen Bock darauf, jetzt irgendwie diese Herr-Flügge-Quest zu machen, weil jetzt nochmal irgendwelche Yokai zu rekrutieren, die irgendwie 10 Jahre dauern, bis man sie überhaupt bekommt. Lass mal stecken, ja? Deswegen schauen wir uns hier mal bei Nacht um und schauen mal, welche Quests sich hier finden lassen, ja? Wisst ihr Bescheid. Gut. Ja, aber es trifft sich auch gar nicht mal so schlecht, weil da können wir in diesem Part vielleicht mit den Quests anfangen, die wir hier des Nachts holen können. Vielleicht schließen wir auch alle Quests hier im Blütenbühl ab. Alle nächtlichen Quests, wer weiß. Und dann können wir im nächsten Part vielleicht die ganzen Herr-Flügge-Quests durchrotzen. Und dann in Part 50 habe ich mir ja auch so ein bisschen was Besonderes einfallen lassen. Worum es genau geht, werdet ihr dann sehen. Vielleicht spoilere ich das ja mal im nächsten Part, aber ja. Heute, wie gesagt, gönnen wir uns so richtig schön hart die Quests im Blütenblüh bei Nacht. Und ich glaube, da wird es auch einige geben. Ja, da gab es nämlich auch in Lenzhausen-Neudorf einige Quests, die man nur nachts holen konnte. Und das waren auch nicht wenige. Deswegen hoffe ich, dass wir hier in Blütenbühl zwar fündig werden, aber nicht in Fülle fündig werden, sondern eher, ich sag mal, gemächlich, ja? So richtig schön gechillt. Auf geringfügiger Basis und dann schauen wir mal weiter, ja? So, was haben wir denn hier bei Nacht? Jetzt gerade kann ich hier erstmal nichts erkennen. An sich gar nicht mal so schlecht, weil desto schneller wären wir jetzt auch mit Blütenbühl fertig. Und nachts hat das Badehaus nicht offen. Das ist nochmal doppelt so gut, weil da kann es da drin auch keine Quest geben. Aber ich kann mir halt nicht vorstellen, dass es hier nachts keine Quests geben kann. Ich denke nicht. Wie sieht's aus? Hat Bär eine Quest? Ahahaha. War ja klar. Meine Mama. Meine Mama hat ihr Gedächtnis verloren. Was hat er gesagt? Du bist doch mein Freund, oder? Du musst mir helfen. Was ist hier los? Soos! Wir hatten vor, die Sommerferien mit einem Familienessen einzuläuten. Ich habe mich so darauf gefreut. Und Mama bis gestern eigentlich auch. Aber heute weiß sie plötzlich nicht mehr, wovon die Rede ist. Das ist komisch, oder? Was stimmt bloß nicht mit meiner Mama? Es ist offensichtlich, was hier los ist. Da war Amnesiemann am Werk. Hat er nicht schon genug Ärger verursacht? Lass uns mit Bärs Mutter sprechen und versuchen, mehr zu erfahren. Wir sollten versuchen, diese Situation so schnell wie möglich aufzuklären. Erinnere dich. Das ist bestimmt so eine Quest von wegen so, bekomm Schlauberger und dann ist die Quest geschafft. LOL. Aber das könnt ihr vergessen. So, wo haben wir denn die Mutter? Hier ist sie ja. Danke, dass du dich immer so gut um meinen kleinen Bernhard kümmerst. Moment mal, wer bist du noch gleich? Es ist komisch. Ich meine, ich kenne dich doch, oder? Bist du öfters hier? Da ist er ja. Amnesimons Aura ist sehr stark. Er muss hier irgendwo im Haus sein. Lass uns ihn finden und klatschen. Okay, kein Problem. Er ist direkt hier im Kühlschrank. Er will bestimmt den Kühlschrank besehen, sodass der Kühlschrank vergisst, wie er kühlen kann. Ja. Was für ein abgefuckter Moment wäre das denn bitte gewesen? Ja. Aber ja. Hey, spiel mit mir. Was? Wer hier? Wo? Ich? Ah, er hat mich schon wieder erwischt.
Das war das letzte Mal. Ich werde dir eine ordentliche Lektion erteilen. Eine Lektion, warte. Was war noch gleich eine Lektion? Whisper, geht's dir gut? Wer bist du? Wie kannst du es wagen, mich zu vergessen? Na, komm, jetzt machen wir hier schneller. Und vergesst nicht, wie ihr angreift, ja? Das ist ganz wichtig. Ihr habt bis jetzt noch gar nicht angegriffen. Das ist ja mal richtig nice. Jetzt habe ich auch vergessen, wo mein Touchpen ist. Ja, guckt mal. Amnesimon hat mich auch hier schon wieder beseelt. Läuft bei mir. Ach, ich hab ihn wieder gefunden. Natürlich aber zur, ja, späten Zeit, oder besser gesagt, zu spät, weil, ja, da, wo ich den Touchpen bekommen habe, war der Kampf wieder vorbei. Egal. Passt schon. Sieht aus, als sei die Yokai-Aura verschwunden. Ich kann Bärs Mutter hier unten nicht aufspüren. Wo ist sie nur hin? Sie ist ganz bestimmt geheilt, aber... Wow, ich spüre noch mehr Auren. Die kommt von oben. Ich glaube, hier sind noch mehr Amnesimon. Lass uns in den zweiten Stock gehen. Okay. Wobei, ist das hier nicht eigentlich das Erdgeschoss? Gut, es ist die erste Etage, weil wir gerade eben auch, als wir ins Haus gegangen sind, die Treppe hochgehen mussten. Ergo, das ist das erste Geschoss, aber ja. Für mich ist es immer noch das Erdgeschoss. Keine Ahnung. Ich spüre immer noch etwas. Es müssen noch mehr Amnesimon hier sein. Beeilen wir uns und schalten die restlichen Amnesimon aus. Saus. Okay, irgendwo hier. Ich denke mal da links. Ja, war klar. Immer in der Ecke. Mensch, Mensch, Mensch. Ihr seid doch echt zum Kotzen. Genau wie die Katze, ja, die ist auch nur in der Ecke. Ja, komm, mach fertig. Dialog, der nicht vorgelesen werden muss, weil er unbedeutsam ist. Ich meine, da hättest du bestimmt wieder was drin gestanden, wie von wegen so. Ja, Amnesimon, was soll das? Du besitzt ja alle, das ist nicht gut. Ja, ist mir egal. Lol, ich mach's trotzdem. Oh, verdammt seist du. So nach dem Motto. Boah, ist aber richtig krass, wie schnell Shogun dann manchmal angreift. Er macht erstmal den einen Hit, besiegt den einen Yokai und dann macht er noch einen Hit. Wie kommt das zustande? Ich dachte, es gäbe da eine Wartezeit bei den Yokai. Es sei denn, seine Initiative ist halt übertrieben hoch, aber das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Naja, Bruts, egal. Puh, die Amnesimon scheinen weg zu sein. Lass uns zurück zu Bär gehen. Er und seine Mutter sind beide weg. Sie müssen im ersten Stock sein. Gehen wir runter und sprechen mit Bär. Wie konnten wir sie nur übersehen? Warte mal kurz, ist hier noch irgendwo ein Amnesimon? Wer bist du denn? Graf Karius? Oder, nee, es müsste Seismo, glaube ich, sein. Es sah erstmal aus, als hätte er irgendwie so einen Umhang an und das schließt ja auch irgendwie so ein bisschen auf Graf Karius. Naja. Aber ich frage mich trotzdem, wie die an uns vorbeigekommen sind. Ich meine, sie sind etwas dicker auf der Brust. Die kann man doch gar nicht übersehen. Ja? Es ist ja nicht so, als wären das Stöcke der Gesellschaft. Oh, Mama denkt einfach an alles. Ich bin froh, dass sie unser Abendessen nicht vergessen hat, aber... Mein Taschengeld sollte erhöht werden, wenn ich im Test eine gute Note habe. Naja, daran hat Mama sich auch erinnert. Sie wollte, dass ich ihr den Test zeige. Den Test, in dem ich eine 5 habe. Genau, eine 5. Das ist wirklich eine schlechte Note. Sie war sehr böse auf mich. Nun gibt es keine Chance auf eine Taschengelderhöhung in nächster Zeit. Tut mir leid, aber es gibt nichts, was wir gegen eine 5 tun können. Unser Beitrag war, uns mit Yokai mit schlechtem Benehmen zu kümmern. Nein. Also jetzt frage ich mich gerade wirklich, kann er Whisper sehen und hören? Weil diese Reaktion von dem, dass er anfängt zu heulen, die kam, weil er wahrscheinlich das eben von Whisper Gesagte gehört hat. Okay, richtig strange. Egal, die Quest wäre durch, Brudingos. Ja, geil. Wunderbar. Und jetzt ist die Frage, was gibt's noch so zu tun? Oh, 1000 EP. Das hilft zwar nur meinem Schnuckiputz, aber hey. Passt schon. Ja, nee, aber was können wir sonst noch so machen hier? Mal gucken, ob er vielleicht noch eine Quest hat. So eine Amnesimon 2 Quest. Nein, hat er bis jetzt noch nicht. Und wenn es so ist, dann denke ich mir so, umbringen. Aber ja. Das wäre so mein grundlegender Gedanke. Gut, rennen wir mal ganz kurz. Oder fahren wir ganz kurz mal durch Blütenbühl und gucken mal, ob nicht vielleicht oben links am Tempel des wahren Pfades eine Quest zu sein scheint. Oder vielleicht oben beim Bambuswald. Das kann ja auch sein.
Wieso ist ein Elfen gerade abgestiegen? Ich weiß es nicht. Hey, es gibt hier irgendwo einen Rang A-Yokai. Okay. Krass, krass. Hm. Gut, hier ist aber erstmal nichts. Kann man in den Oma-Ilse-Laden gehen? Heißt sie Oma Ilse? Ich weiß es nicht. Jedenfalls Omas Süßwarenladen. Ich habe gerade einfach Ilse gesagt, weil ich dachte, komm, Ilse ist ein ganz guter Oma-Name. Okay. Wie sieht's jetzt aus? Ich sehe hier auch nichts. Okay. Dann schauen wir mal, was mit Herrn Flügge ist. Ob wir da nachts rein können? Können wir. Und der hat bestimmt auch die gleiche Quest für uns wie immer. Aber... nee. Die will ich mir jetzt nicht antun. Weswegen ich sagen würde, komm. Wir gehen nochmal kurz zum Tempel des wahren Pfades, nehmen die Abkürzung hier. Denn ich glaube, das müsste eine Abkürzung sein. Snein. Okay, Kainoko hier, das ist natürlich richtig geil. Und ich wollte gar nicht in ihn reinlaufen. Ich bin auch gar nicht in ihn reingelaufen. Also bitte. Ne, mal gucken, vielleicht hat ja der Mönch am Tempel des wahren Pfades noch eine Quest für uns. Und wenn nicht, dann kann es ja sogar vielleicht sein, dass wir beim Immerdar-Markt noch eine Quest haben. Oder besser gesagt, im Immerdar-Markt. Weil ich glaube, so die einzigen Gebäude hier in Blütenmühl, in die wir reingehen können, wären rund um die Uhr. Immerdar-Markt, Tempel des wahren Pfades, Herr Flügges Haus, Bärs Haus. Und dann? Ich glaube, das wäre soweit alles, kann das sein? Gut, es gibt hier und da noch diese geheimen Ecken, sage ich jetzt mal. Diese geheimen Bereiche. Aber als ob da jetzt eine Quest ist. Ja, in diesen geheimen Abteilen. Gehe ich jetzt mal nicht von aus. So gut, hier ist auch erstmal gar nichts. Dann würde ich sagen, komm, dann gehen wir halt eben doch nochmal zu Herrn Flügge. Und nehmen die Quest an. Besser, wir erledigen sie so früh wie möglich, diese Quests, weil sonst, ja... Oder wir fangen diese Quest schon mal an. Schauen mal. Oh, das war irgend so ein Reiskreis-Recolor. Läuft bei ihm. Oder ein... Ja. Opa Gusto Recolor. Irgendwie so. Okay. Brudingos Teil 2 der Cringe Quest HD. Hallo Kinder. Danke, dass ihr mir letztens geholfen habt. Dank euch sind sowohl mein Haus, als auch meine Tage voller Leben und Elan. Das freut mich. Also, danke. So eine schöne Überraschung. Dank von Herrn Flügge zu erhalten. Vielleicht fliegen morgen Elefanten. Ja, vielleicht. Vielleicht kannst du aber auch mal die Fräsen halten, Whisperly. Oh ja, der extrem geschwätzige Yokai. Was für ein Vergnügen. Ja, moin. Ich kann nicht bestätigen, dass sie Unrecht haben und außerdem kenne ich den gar nicht, der fliegt mir immer hinterher. Ich habe dem 2 Euro gegeben, dass er mir hinterherfliegt, lol. Ich weiß nicht genau, wie ich mich fühlen soll. Jedenfalls möchte ich gerne mit euch über etwas sprechen. Ich weiß, ihr habt schon viel getan, aber könntet ihr mir nochmal helfen? Wenn es das letzte Mal ist, dann okay. Ihr helft mir? Also, es ist so. Mit diesen Kerlchen zusammenzuleben, hat Spaß gemacht und so, ganz ehrlich. Ich frage mich nur, ob es da draußen noch andere seltene Vögel gibt. Andere Vogel-Yokai? Ich vermute, sie möchten etwas Außergewöhnliches. Ich werde nicht wählerisch sein. Wie wäre es mit Kartanich und Wampsel? Sie könnten sich aber ab und zu eine Erkältung einfangen. Mit ihnen wird ihr Leben allerdings auf jeden Fall noch aufregender. Das finde ich gut. Dann steht's fest. Also, freunden wir uns mit diesen Yokai an. Meinen Nachforschungen zufolge ist Katarnich beim Fluss in Schwalbing. Beim Fluss in Schwalbing? Wo ist in Schwalbing ein Fluss? Schwalbing? Und da soll ein Fluss sein? Ich kenne nur halt diesen Kanal, aber... Sehr dubios. Oh, Katarnich ist das Drotzel-Recolor. Das wusste ich vorher gar nicht. Und es ist Rang D, also easygoing. Und Wamsel ist im Bürogebäude in der Innenstadt. Gab es dort nicht in der Nähe einen Ort mit Yokai? Ich glaube, da war einer. Vielleicht sollten wir die Leute in der Gegend nach Informationen fragen. Sind mehr Yokai wirklich die Lösung? Hier entsteht ja ein Yokai-Anwesen.
Vogelsammlung 2 und ich habe die echt die Angst, dass noch eine dritte Quest kommt. Und ich glaube, es kommt eine dritte Quest und... Wobei, warte mal kurz. Wir haben in der ersten Quest 3 Joker geholt. Stibitzer, Drotzel und Schlabbert. Der Name wäre mir niemals eingefallen. Jetzt müssen wir 2 Joker holen. Das Drotzel Recolor Katanich und das Stibitzer Recolor Wamsel. Dann könnte es halt noch eine dritte Quest geben, in der wir Dunkelfeder holen müssen. Das wirkt alles so realistisch auf mich. Aber gut. Die Frage ist, können wir diese Joker auch nachts holen? Ich weiß es nicht. Katanich und Wamsel. Wir werden jetzt mal schlafen gehen. Und... ich will nicht sagen, dann beenden wir die Folge, aber... dann beenden wir erstmal die Folge. Ja. Übrigens, Katanich steht auf Fisch. Ja. Das war gerade sehr komisch betont. Fisch! Und ich guck mal im Wiki nach, ob man diesen Joker denn auch nachts bekommen kann. Oder halt nur tagsüber oder nur nachts. Mal gucken. Schwalbing, westlicher Fluss. Okay, dann ist es halt dieser westliche Fluss, wo dieser Kanal auch ist. Ja. Der mich in die Kanalisation führt. Da habe ich ja nochmal irgendwo ein bisschen recht gehabt. Ja. Gut. Und da er nur Rang D ist, wird er bestimmt nicht so lange brauchen, um mitzukommen. Ja. So, aber ihr könnt euch schon vorstellen, was heute abgeht. Yokai-Maten-Action. Ja, moin. Ja, wir müssen ja irgendwann mal an Tante Herzi rankommen. Und ich meine, vielleicht bekommen wir heute sogar das ganz Besondere, Große... und kriegt Tante Herzi und aus ihr dann natürlich auch einen weiteren schönen Legendärer. Ja. Ach, wäre das geil. Ah, wie würde ich das feiern? Ach, wäre das schön, ey. Aber gut, man sollte jetzt auch nicht zu optimistisch sein, ne? Na los, let's go. Mhm. Ich kann auch die grünen Münzen gar nicht wegschmeißen, weil, naja, ihr müsst wissen, ich habe ja im letzten Part sowohl 3 grüne Münzen reingeschmissen, als auch 3 Spezialmünzen und, na, ich habe ja nach den 3 nach den 3 grünen Münzen, in denen halt Tante Herzi nicht drin war, das Spiel resettet und so und dementsprechend wird der Drop nochmal 1 zu 1 genauso sein. Aus den grünen Münzen. Das ist halt das Problem. Ja. Das heißt, ich würde halt wieder... Boah, was habe ich da letztens bekommen? Halt irgendein Rotz, aber halt keine Tante Herzi und so. Ich werde diese Münzen irgendwann mal offscreen reinwerfen. Sodass die halt auch weg sind, weil ihr habt im letzten Part gesehen, was da rauskam. Da müsst ihr es halt nicht nochmal sehen oder da müssen wir halt nicht nochmal einen Tag verschwenden, in dem wir 3 Münzen nur einwerfen können. Falls sie verstehen, Brudingos. Mhm. Komm schon. Ach, heute kommt nur Rotz, kann das. Kann es halt echt nur sein, dass aus schwarzen Kapseln die S-Ränge kommen? Ich dachte, das wäre auch vielleicht bei blauen Kapseln gewesen. Tja, die haben mich wohl getäuscht, ne? Komm, ey, es wäre jetzt so krass, wenn wir jetzt einen S-Rang rausziehen aus einer schwarzen Kapsel. Und dieser S-Rang würde Tante Herzi sein. Komm schon. Los. Mach den Gönnyamin, Alter. Ah, schade. Na gut. Dann wollte nur wieder Rotz aus dem Yokamaten zu holen. Ja. Solange die Durststrecke für Tante Herzi nicht so lange dauert, wie die Durststrecke für Goldinian, soll das in Ordnung sein. Na gut, Brudingos. Dann wäre ich für heute raus. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, haut rein, ciao. Dann machen wir die Quest. Und wobei, wisst ihr, was ich würde sagen? Komm, wir... postieren uns schon mal in Schwalbing. Aber das kann ich ja machen, während gerade die Endcard läuft. Jawohl. Wenn euch der Part gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr mehr von Yo-Kai Watch sehen wollt und ihr habt diesen Kanal bisher noch nicht abonniert, dann macht das, damit ihr nichts mehr von diesem schönen Let's Play und diesem Kanal verpasst. Haut rein!